This meeting is being recorded. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderschönen sonnigen Mittwoch. Und ich darf hier wieder den Falco begrüßen zum Café Zoo. Er ist bei mir gerade drin. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die haben schon fünf drin. Ja, schönen Das bist Gruß. aber nicht du. Nein. Gut. Ja, ist eine Woche hinter uns, Falco. Du glaubst doch nicht mehr, was du da siehst, oder? Ja, vor allen Dingen, ich bin gerade im Geist am Überlegen, was die letzten 5 Tage, es war ja so viel, dass du dir eigentlich nur noch gestern merken konntest. Das war ja der 17. Was davor war, ist schon wieder irgendwie aus dem Sichtfeld gedrängt, weil es war ja so unglaublich viel die letzten Tage. Ich Ja, meine. also ja, wir haben was haben wir? Wir haben wir Wetter, Wetter, Wetter ist klar. Also Dann müssen wir auch drüber reden, über müssen das wir darüber Wetter. reden, ja. Weil. Dann haben wir Brandenburg, steht eine Wahl an. Wir haben ein neuer Versuch der Desinformation, das unter Strafen zu stellen. Deswegen, ja, sollten wir heute noch raushauen, solange es noch straffrei ist. Und ja, dann Noch Israel. andere diverse Schmankerlchen. Aber lass uns da erstmal beim Wetter anfangen, Ja. denn ich habe es noch nie erlebt, dass die Stadt Wien zur Insel wurde. Das Also ich gehe da mit. Warst du schon mal in Wien? ich war schon mal leider in Wien, ja. Also wenn du durch Wien durchfährst, dieser Kanal, ja, der da durchgeht, das ist ein, also das Ding hat vielleicht 30 Zentimeter Wasser, mehr nicht. Ja, und das sind halt Überhaupt. die Mauern an der Seite, aber wenn das, also da habe ich Bilder gesehen, habe ich gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Es wurde ja teilweise ein zweiter Donaukanal in der Straßenbahn, in der U-Bahn. Ja. Und wir wissen ja, was gern mal an der Unterwelt ist. Deswegen fand ich es gar nicht mal so schlimm, dass dort teilweise vieles geflutet wurde. Einerseits, also ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits höchstes Mitleid für alle, die dies dort betroffen hat, Ja, von meiner Seite außerhalb von natürlich Wien. auch, ne? Ganz klar. Also wer da Speziell halt in. auch die Tiere, da ja jeder in Österreich Pferde hat Ja. oder irgendwas anderes. Deswegen hatten wir auch gleich aufgerufen, dass Ja, man also dort ich ein habe bisschen Bilder Hilfe gesehen hat. von ganzen Kuhherden, die da versuchen noch zu schwimmen. Also es ist schon ganz krass, Es was da abläuft, ist ne? richtig brachial, was auf Knopfdruck runterkommen kann, weil jetzt haben wir ja gleich wieder 30 Grad. Es kam ja noch 2 Meter Schnee Das ist dazu. schon Desinformation, was wir hier betreiben, oder Fake Nee, News? der Regen kam ja wirklich runter. Auf Knopfdruck. Papa Schlumpf, nee, Frau Holle, hat ja Schüttel die Rüttel. Ja, also so kenne ich's. Das ist ja keine Desinformation. Man Also ich muss ja habe mir heutzutage. wirklich, ich habe das schon ein paar Mal beobachtet, weil es gibt ja, weißt du, viele, viele Mythen da, Harpanlagen, dann was wir da oben reingesprüht kriegen, was abseits der Flugkorridore irgendwie so kreuz und quer am Himmel versprüht wird, wo ja wirklich auch die beinharten Negierer sagen, es sind Kondensstreifen, das ist für mich schon lange nicht mehr so. Ich hab einmal im Sommer in der Pfalz drüben tatsächlich so einen koordinierten Flug mal gesehen, das sind 7 oder 8 Maschinen parallel geflogen und haben dann wirklich am Himmel dieses Gitternetz da produziert. Und das war schon vor, ich glaube, 5 oder 6 Jahren war das. Und das, was ich jetzt gesehen habe, also das, was jetzt über Wetterradar reinkam, speziell für dieses Regengebiet, das hatte so eine messerscharfe Kante, ja, wurde schon gesehen und das hat sich wirklich tagelang nicht bewegt, während um das Wetterding, um dieses Tiefdruckgebiet herum, extrem viel Bewegung war. Und ich habe auch gestern hier, ich bin ja ganz im Westen drüben an der französischen Grenze, und das, was gestern da vom Osten rüberkam, das hat eine ganz merkwürdige Qualität gehabt. Also das, was du da gesehen hast, also sowas habe ich noch nie in irgendeiner Form am Himmel oder auch in der Luftqualität irgendwie so gemerkt. Das war wie so eine Art Aerosol, was da so durchkam. Das ist auch jetzt noch so teilweise. Wenn ich rausgucke, habe ich total milchiges Ja. Bild, ja, also Es sowas ist kenne ich echt nicht. verrücktes Wetter. Aber das Ganze begann ja über Mittelmeer. Und Ja. als allererstes hat es Neapel mit Zeitungszitat einer Wasserbombe getroffen. Das stand exakt so in der Zeitung. Eine Wasserbombe ging über Neapel herunter. Und wenn man sich jetzt Österreich anguckt, speziell Niederösterreich, das Burgenland und die ganze, also überall, dort kamen solche Massen runter. Das ist das eine, aber welchen Effekt hat das Ganze denn? Und das ist etwas, was jetzt viele vielleicht nicht im Blickwinkel haben. Alle Zugstrecken Richtung Ukraine stehen jetzt unter Wasser. Der Pole hat keinerlei Möglichkeiten mehr über Autobahnen oder über Zugstrecken, weil alle Brücken waren unterspült, alle Straßen unterspült. Man kann nicht mehr in die Ukraine liefern.
Zumindest ist es Offiz extremst erschwert, ja, sagen wir es mal ja. so. Rumänien ist hart betroffen, Ungarn erwischt, wenn die Welle kommt, aber Ungarn liefert ja eh nie. Die Tschechen, die Slowaken und die Polen, also alle Staaten um die Ukraine herum. Man könnte also sagen, die Ukraine ist jetzt eine Insel geworden. Das erklärt natürlich auch, vom Zelensky gestern sagte, nee, vorgestern, er würde sich von Putin nicht lebend gefangen nehmen. Das erinnert an ein Szenario, was wir auf deutschem Boden auch kennen, Richtung Argentinien. Zugvögel. Also ich habe die Überschrift gesehen, die Rede im Bunker, da musste ich an einen Film denken. Ja, ich auch, ich auch. Ich dachte an denselben Film. Und wenn man bedenkt, dass ja der größte Sponsor des Ganzen Amerika in 48 Tagen einen neuen Präsidenten hat und der zweitgrößte Sponsor Deutschland hat ja jetzt gerade ein unglaubliches VW-Problem Nicht nur plus noch das. BMW. Ja. Weil ohne VW und ohne BMW, ohne unsere Automarken, kommt da kein Geld rein. Und Ja, wenn wir erstmal kein das und Geld haben, zweitens braucht ja jedes Militärfahrzeug auch einen Motor. ja, Die das fahren ja nicht kommt dann noch. elektrisch, aus welchen Gründen Könnten auch immer. sie, aber das zum Glück nicht. Denn nicht überall auf russischem Gebiet ist dann eine E-Ladesäule verbaut. Ja, das ist das Nächste. Ja, dann haben wir natürlich jetzt, also es ist der Hammer, wie das alles momentan sich verdichtet und zusammenkommt. Ich meine, dieses ganze Hochwasserthema, das spielt ja jetzt in den nächsten 2, 3 Tagen in Brandenburg nochmal eine Rolle. Ja. Weil genau die drei Flüsse oder Neiße, Elbe, also wenn das Ja. blöd läuft, und ich habe das gestern so bei mir gedacht, das könnte tatsächlich dazu führen, also wenn das jetzt wirklich extremer wird da unten, weil darf es eins nicht vergessen, der Schnee, der da runtergefallen ist, das ist ja sowieso bemerkenswert, dass wir am 14. September einen halben Meter Schnee kriegen. Ich meine, Teilweise normal ist das mit zwei. Sicherheit keine Seltenheit, da schneit es auch mal im August, aber in der Qualität. Und das Die kommt ja alles Schweiz. noch, weil wir ja heute auch noch gleich einen Temperatursprung haben von knapp 15 Grad nach oben. Das ist ja eine Blitzschmelze, wenn du so willst. Ja. Richtig. Und jetzt ist der Boden schon gesättigt. Ja. Das, was jetzt noch von den Alpen, und es ist in der Schweiz sind teilweise 2 Meter, die haben die Schneepisten gestern aufgemacht, weil die gesagt haben, das ist so eine gute Qualität vom Schnee, da können wir jetzt auch schon anfangen. Ja, das ist das Ding. Wenn man betrachtet, dass wirklich die ganzen alten Staudämme, die damals noch teilweise von uns Deutschen gebaut wurden, gerade alle brechen, dass auch Breslau, dass auch Passau, Passau treffen sich auch drei Flüsse, die ganze Region. Also ich gehe fest davon aus, Bayern wird es wirklich schwer erwischen. Genauso wird es aber auch Prag, die müssen wirklich kämpfen in Polen entlang der Neiße oder Neiße-Grenze. Also ich dachte mir gestern, Grenzen verschwimmen. Ja, das ist, weil nicht nur, dass der Ukraine-Krieg jetzt keine Nachschubwege mehr hat. Flughäfen ist schlecht, Zugstrecke ist schlecht, Autobahn ist schlecht und mit dem Schiff Mariupol klappt schon lange nicht mehr. Gleichzeitig verschwimmen aber auch alle Grenzen des Hinterlandes. Also hinter der Oder-Neiße-Grenze bis zur Ukraine. Da kann man ja froh sein, dass der Russe jetzt nicht noch einen Blizzard schickt. Da kannst du nämlich Schlittschuh fahren gehen. Also das ist, man muss wirklich bedenken, bei vielen Themen, die heute dran sind, ist es zum einen unmenschlich, zum anderen kann man aber aus dem ganzen Unglück, was dort geschieht, auch noch etwas Positives ziehen, weil ich bin der Meinung, Atomkrieg ist noch schlimmer als Hochwasser, weil Ja, Hochwasser geht wieder weg. ich bin ja da ein absoluter Aluhutträger, was das angeht. Ich gehe mit den Atombomben nicht so mit. Da gucke ich mir diese Hiroshima-Bilder an und frage mich dann wirklich ein paar komische Fragen. Also, Ja, naja. das kommt noch dazu. Davon mal abgesehen, für die, die es nie wissen, Atombomben sind seit 1984 wertlos. Deutsche Laser 50 kW. Piu. Also, ja. Immer wenn die von Atomkrieg reden, denke ich mir, das ist eine Werbekampagne von Rheinmetall. Weil die stellen die Laser her. Egal. Lass uns gleich zum nächsten Thema kommen, was ja wesentlich darauf aufbaut. Denn unsere liebe Nancy hat ja jetzt mit einem Expertenrat, einem Bürgerrat aus Experten, wollen sie ja demnächst Gütesiegel Ja, da kommen wir zu einem für sehr gute interessanten Thema. Journalisten Ja, also und Gütesiegel, also wie ein TÜV für die Information, ne? ja, genau, ein TÜV, das ist ein gutes Wort. Und da muss es auch eine Inspektion geben beim TÜV Ja, ob das des auch alles richtig Journalisten. eingestellt ist, ob der Zündfunke auch passt und so Ja, weiter und ja. so fort. Ob du das richtige Weltbild hast, ob es westlich libertär geprägt ist. Denn wenn es nicht westlich libertär ist, wenn es nicht auf NATO-Agenda ist, dann ist es der russische Desinformation.
Ich kenne jetzt aber keinen Russen, also tut mir leid. Also ich Und kenne Russisch Russen, verstehe ich aber nicht. ich habe nicht den Eindruck, dass er mich desinformiert. Ist eine zweite Meinung Desinformation? Also Beispiel, Frauen da draußen habt ihr ja bestimmt schon mal einen Schwangerschaftstest. Ich Oh, könnte ja. wetten, sie machen noch einen zweiten. Aber das wäre dann russische Propaganda, wenn dort ein anderes Ja. Ergebnis. Also die Also, Zweitmeinung beim Arzt meinst du zum Beispiel? ja. Ich meine, bevor du eine Frau heiratest, holst du dir auch noch beim Kumpel eine zweite Meinung ein. So eine zweite Meinung hat ja Hätte ich mal machen sollen. im Iran sagt man, wenn einer alleine zum Richter geht, bekommt er immer recht. Das Also ich hat man fand, einfach. wenn man jetzt gerade mal diese Überschrift der Desinformation macht, dann ist das, was wir hier machen, ja eigentlich auch eine Desinformation, oder? Nicht? Ja, ist denn das Wort Desinformation nicht schon eine Desinformation? Das ist das Nächste. Und da frage ich mich, wenn du dann jetzt wirklich, also ich habe ja gedacht, ich bin im falschen Film. Es läuft ja aktuell der Wahlkampf in Brandenburg, ja? Und da kommen jetzt auch, das ist ja alles durch die Flut jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber da gab es vor kurzem eine Kundgebung. Also ich fand das schon mal nicht schlecht, haben wir letztes Mal schon gesagt. Acht Leute auf der Bühne, null Ahnung. Und der von der AfD war, hat ja kurz vorher den Raum verlassen. Kommt ja noch dazu. Und jetzt hat man bei einer Schule tatsächlich nochmal sowas durchgeführt in irgendeiner Form und hat die AfD nicht eingeladen und hat dann einen, wie habe ich das, einen CDU-Mann den AfD-Mann spielen lassen. Das ist aber nur halb so gut wie die ARD-Show Die 100. Da waren 100 Ja, Leute das habe ich schon gesehen, und aber. der eine, der sagte, er war vorher noch AfD-Fan, aber jetzt nach der Sendung ist er es nicht mehr. Ja, der dann ein Komparse war von der AfD, der schon mehrmals, ja, Tatort und was weiß ich, wo aufgetreten ist. In Amerika würde man das Election Interference nennen. Das ist Beeinflussung einer Wahl. Und das mit Desinformation. Müsste da jetzt die Regierung nicht wegen Desinformation, ich meine, müsste Herr Habeck wegen seinem Klima-Ding, wo uns damals belogen, müsste Herr Scholz nicht fürs Vergessen, was ja auch Desinformation ist, wenn er sich vergisst, weil, ne, man muss, glaube ich, wir müssen erstmal unterscheiden. Es gibt die Info, es gibt die Missinformation. Und die Desinformation. Missinformation heißt, du weißt es nicht besser. Du kriegst etwas zugetragen, glaubst, dass es stimmt und tust nicht überzeugt lügen absichtlich, sondern du gibst einfach nur etwas Falsches, dann hast du es missverstanden. Das ist eine Missinformation. Ja. Eine Desinformation ist eine absichtliche, knallharte Lüge. Du weißt es besser, wie Corona-Lockdown. Und dann machst du aber trotzdem das Gegenteil. Ich hol bloß kurz schnell meine Kippen. Ja, aber jetzt nochmal, wie kann man denn auf so eine bescheuerte Idee kommen, dann, also weißt du, das ist ja eine Lächerlichkeit sondergleichen. Also wenn du da einen dann sagst, okay, jetzt haben wir den AfD-Mann nicht da, aber den brauchen wir ja trotzdem, hätten doch gleich einladen können. Was lässt sich denn dann den AfD-Mann von der CDU spielen? Was soll denn das für eine Info sein? Damit es demokratisch aussieht. Es muss den Anschein von Demokratie haben. Und das ist ja das Geniale dabei. Es ist ja nicht nur, dass in Brandenburg die Wahl kurz bevorsteht und die SPD so schlechte Werte hat wie noch nie. Gleichzeitig die Linken, die Grünen und die FDP bei der 0 bis 0,5% rumspringen. Und es ein selbes Ergebnis wahrscheinlich wie in Sachsen und Thüringen. Die SPD kann zwar gut werden, mit der CDU, aber die werden niemals eine Koalition zusammenkriegen gegen die AfD. Das wird nie reichen. Die Situation haben sie ja überall. Und jetzt steht die Ampel auf dem Spiel. Die FDP hat auf Bundesebene schon gesagt, wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ausgeht, sind wir aus der Ampel raus. Das heißt, Brandenburg, der Preuße, ist das eigentlich schon eine Desinformation, den Brandenburger Preuße zu nennen? Ich weiß es nicht. Aber der ehemalige Preuße, heute brandenburgischer Mensch, ist ja in der Lage, der Ampel den letzten Nagel des Sarges irgendwie. Und man riecht förmlich die Angst und die Nervosität. Ja. Würde die ARD sowas machen? Oder die Politik? Wären sie nicht unter Druck? Nee. Richtig.
Weil der Druck. Ich meine, wir gehen ja beide auch von der Tatsache aus, dass das da nur ein Schauspiel ist, was wir da in irgendeiner Form sehen. Jetzt auch mit Merz und Söder und was da alles kam. Das ist alles so, das wirkt für mich immer so, also immer mehr gestellter, verstehst du? So richtig gestellt und Undemokratisch. undemokratisch, ja, genau. Da kam heute Morgen schon wieder eine Meldung, Söder steht in den Umfragen vorne, warum ist der jetzt nicht vorne? Warum stellt man die, Richtig, also. richtig. Also ich mag den Herrn April wirklich nicht, ja, möchte ich mal ganz klar sagen, weil er wirkt einfach total unsympathisch auf mich, ja, also muss ich mal ganz klar sagen, ja. Und wie kann das sein? Also nach dem Motto, innerhalb der CDU wird jetzt auch schon dokumentiert, dass man am Wählerwillen, am Willen des Menschen vorbei Entscheidungen trifft. Es ist ja nicht bloß Das soll also das. schick sein oder modern oder der Trend oder wie? Wir stehen kurz vor einer Revolution innerhalb der CSU-CDU. Denn die gesamte Basis hasst Merz, weil er mit den Kommunisten, Sozialisten, Marxisten und Mauerschützen ein Bündnis eingehen will. Und die Mauerschützen und Kommunisten, die wissen alle, dass Merz BlackRock ist. Die Wähler und die Basis der Linken, der Grünen und wie sie alle heißen, BSW, wird das ihnen auch nicht verzeihen, wenn das zustande kommt. Dass der Söder, und ich muss dazu sagen, der Söder ist seit 2 Jahren ein neuer Mensch, seitdem er vom US-Militär die Flagge bekommen hat, ist er irgendwie anders. Und dass der jetzt einfach so klein beigibt und ein Merz, der ja unbeliebter ist denn je, keiner mag ihn, weil alle wissen, wo er herkommt. Er ist quasi der neue Scholz, der 0%-Mann. Das ist aber perfekt. Die müssen ja alle verschlissen werden. Und die CDU, die CSU, es wäre gut, wenn die sich abspaltet von der CDU. Das wäre für die nächste Bundestagswahl Die gut. hat man ja auch aufgrund der Historie, ich nenne das jetzt mal so mit Franz Josef Strauß und wem man da schon alles zur Vergangenheit hatte, die hast du schon immer als extrem konservativ wahrgenommen. Also immer noch so ein bisschen noch mehr CDU, aber weißt du, es ist ein S in der Abkürzung. Ja, und das ist für mich eigentlich müsste es ja umgekehrt heißen, ja. Also das Große müsste mit dem S bezeichnet werden und das Kleine mit dem D. Ja, weil wenn man Eigentlich schon. vom Sozialismus sprechen würde, das ja wahrscheinlich noch besser passen. Also ich finde es einfach nur bemerkenswert, was wir gerade da erleben dürfen, dass wirklich die Weltbilder im Minutentakt abgebaut werden. Ja, Ja? dass man sich für nichts mehr zu schade oder zu dumm ist, dass man wirklich mit jedem ins Bett geht. Und das ist wirklich etwas, was der Deutsche jetzt lernen muss. Ich finde das geil, ehrlich gesagt. Jeder CDU-Wähler und SPD-Wähler, der bei VW arbeitet, überlegt sich jetzt auch für Dezember, wo er das Häkchen macht. Jeder grüne Wähler wird sich fragen, werde ich mich noch jemals so verarschen lassen? Und die SPD-Wähler, die Linken und die FDP-Wähler ja ebenso. Die CDU-Wähler, die spielen gerade alle mit ihren eigenen Selbstzerstörungen. Deswegen ist es gut. Ist dir mal aufgefallen, dass die AfD sich die letzten Wochen extrem ruhig verhält? Man hört fast gar nichts. Störe niemals einen Feind, Wenn er sich wenn selber er sich gerade zerlegt. selber zerstört. Und das ist das Brillante dabei, was wir hier erleben. Wir sehen das ja nicht bloß hier. In Österreich ist es ja genauso. Wie hat Ricarda Lang gesagt, es ist ein neuer Volkssport, die Grünen zu hassen. Tja, das hättest du auch vorher sagen können. Also, wenn du hier auf RAF machst, wenn das RAF-Gedankengut, was ja nun mal die gutbürgerliche Mitte hasst, in den Bundestag bringst und dann RAF-Politik machst, dann ist klar, dass alle Gutbürgerlichen keinen Bock darauf haben. Das hätte ich dir vorher sagen können, schriftlich. Aber das, wer nicht hören will, muss fühlen. Und du kannst die Grüne Partei nur entzaubern, indem du sie an die Macht lässt. Und war nicht bei dem einen Gesprächsrunde der Moderator einer von der Klima-RAF? Das kam ja noch dazu. Ja, also perfekt gestaged mit vorgeschriebenem Skript und alles drum dran. Und wie hat der Höcke letztens den Ronsheimer genannt? Der hat so ein Tourette. Er müsste sich mal behandeln lassen. Ja, gesichert rechtsextrem, gesichert rechtsextrem. Da ist er drauf hängen geblieben, der Ronsi. Weißt du? Und das ist genial. Es muss jeder sehen.
Eine Ja, das ist vor allem, Strack-Zimmermann. auch, weißt du, was mir eben auffällt, ist eben diese Verschiebung des Narrativs. Ja? Also früher hat man, also ich bin in der Zeit groß geworden, da waren die Rechten, welche, die keine Haare hatten, ja, und irgendwelche Springerstiefel und Bomberjacken getragen haben. Nun, von denen wollte ich nie was wissen. Ja? Also das ist auch wirklich etwas gewesen, da hat man sich, denke ich mal, auch ganz klar distanziert. Auch eine, wie du es nennst, bürgerliche Mitte hat damit überhaupt nichts am Hut gehabt. Und das war ja auch eine absolute kleine Minderheitengruppe, ja. Da gab es dann Punks, Skins, Hopper, Gruftis, was weiß ich, ich weiß gar nicht, was für verschiedene Emus. Gruppierungen es in den 80ern gegeben hat, die sich dann dort in irgendeiner Form irgendwie dann dargestellt haben. Also das war das Bild, was ich von der Gesellschaft hatte in den 80ern, Anfang der 90er. Und daraus entwickelt sich gerade was, wo ich dann sehe, ja, Moment mal, was ist denn alles rechts? Und da kriegst du jetzt ja mit, dass ja, Wie also bitte? allein das, was wir jetzt hier besprechen, ja, wenn wir sagen Streifen am Himmel, dann ist das schon rechts. Ja, Zöpfe, rechts. Wenn du Rechts. dich rasierst, rechts. Wenn du lesen kannst, bist du Habe ich rechts. nicht. Wenn Ich du... war links. Ja, also ich meine, ich tue mich ja extra schon hippie kleiden. Verwahrlost ist das neue Gut. Ja, da wird ja noch beigebracht, es reicht ein Waschlappen und den möchte ich mal sehen. Also bis wo, wann, wie, lang. Aber Ja. du, für den normalen Deutschen, der bis jetzt immer in Watte gepellt war, ist das, was er gerade erlebt, die turbulentesten Zeiten seines gesamten Lebens. Und er wird es nicht vergessen, wer ihn so viel Stress gemacht hat. Ich finde das gut. Und vor allen Dingen, wenn man nochmal zurückkommt zum Gütesiegel für Medien, ich tue dann wirklich das Ding mal testen. Ich will sehen, das ist wie so ein Fairtrade. Weißt du? So ein Fairtrade und bitte nur die Medien und alle anderen Medien sind ja dann böse und dürfen angezeigt werden. Weil ich habe damals einen amerikanischen Artikel gefunden. Also bitte gehen Sie nicht ins Kaninchenloch, hieß der. Desinformation und kritisches Denken. Nee, kritisches Denken hilft nicht im Kampf gegen Desinformation. So rum war es. Kritisches Denken hilft nicht im Kampf gegen Desinformation. Aber Trauen der Sie nur größte, den Qualitätsmedien. ja, der größte Desinformator ist doch dieser Staat am Stück. Das haben wir doch die letzten Jahre erlebt. Und solange es nur eine Meinung gibt, kontrollieren Sie das Narrativ. Und dann können Sie uns auch erzählen, der Himmel ist grün. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ihre Experten sind doch alle gescheitert. Ihre Doktoren und Ihre Nobelpreisträger haben doch alle versagt. Die Schwurbler haben sich doch als die Schlaueren und Kritischeren hingestellt. Ja, das ist spätestens seit dieser Impfkampagne auch klar geworden, ja, als man festgestellt hat, hey, aber weißt du, ich stelle einfach auch fest, wie man versucht, diese Themen unterm Deckel zu halten, ja. Also RKI hörst du jetzt auch gar nichts mehr. Deswegen auch da, ja, da steckt ein Haftungsthema drin. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das weiß. Ja, weil das System, was wir haben, ist ja in der kommerziellen Struktur auf Haftung aufgebaut. Es geht ja immer Natürlich. darum, die Haftung irgendwo zu verschieben. Also Beispiel, du parkst falsch und dann wirst du in Haftung genommen für das Vergehen, das Übertreten in diesem Gesetz. Und das gesamte Konzept des Staates ist Haftung. Über Haftung wird Wert generiert und der Wert, der generiert wird, geht wiederum zum Staat zurück. Und genau das ist das, wo sich die Katze in den Schwanz wieder beißt, weil genau das Haftungsthema findest du da oben in der Politik eben nicht mehr am Wirken. Und das ist genau das, wo ich dann merke, so ganz so klar laufen die Bahnen momentan gerade nicht mehr, ja. Das ist ja auch ähnlich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das letztens angehört habe. Die versuchen was, wie sie es immer versucht haben, aber nichts von dem klappt mehr. Wir hatten ja von Affenvirus über Nil-Kongo-Virus und dann hatten sie Corona Ja, noch. Corona Nee. 3.1.1.1. Ja. Aber sie versuchen es, aber es klappt nie, weil keiner mehr mitmacht. Und selbst wenn sie es hochziehen würden, dann heißt es ja nicht, dass das Volk mitmacht. Das ist ja dann der nächste Punkt. Und man muss ja konstatieren, das erste Ziel wurde ja schon erreicht mit zwei Wahlen. Die Grenzkontrollen, auch wenn sie nicht überall sind, offiziell in die Welt. Wenn jetzt jemand aus Afrika kommt, der kann nie bei uns in Sachsen an der Grenze gucken, ob es wirklich offen ist. Und der überlegt sich jetzt dreimal, ob er sich 5.000 Euro Schulden macht, feststellt, er kommt nie rein und läuft dann mit Schulden zurück. Das ist ja der entscheidende Punkt. Gleichzeitig mussten auch alle anderen Staaten gezwungenermaßen, weil wenn wir zumachen und du willst keinen Rückstau haben, musst du im selben Augenblick zumachen. Ja.
Und der Grieche war der Erste, der zugemacht hat, weil in Griechenland sind sie ja fast durchgedreht. Die wollten nie wieder solche Und Zustände haben dazu wie vor kommt 10 auch, Jahren. dass bestimmte Lieferungen, die vielleicht jetzt noch ohne Kontrollen an den Grenzen durchgewunken werden konnten, nicht mehr durchgewunken werden. Die stehen jetzt Ja. mit Wärmescannern. Die scannen wirklich. Das ist ja der Punkt. Man kann heute mit Technologie die Grenzen schützen, auch mit minimalem Aufwand. Du kannst, machst du 100 Meter oder machst du 1 Kilometer einfach nur Wärmekamera an Wärmekamera an Wärmekamera und scannst dort alles, was durchgeht. Und du kannst auch die grüne Grenze bewachen. Für was haben wir denn Drohnen für Millionen Euro? Und wenn es der Grenzschütz nicht hinkriegt, dann schickt das Militär. Die kriegen es auf jeden Fall hin. Also mir kann, die hatten immer die Angst, Stau an der Grenze. Wenn du jetzt jeden kontrollierst, hast du 20 Kilometer Rückstau. Da bricht dir die Wirtschaft zusammen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Du kannst die ja durchrollen lassen mit 6 oder 40 km/h und scannst jedes einzelne. Und der, wo du was Unnatürliches hast, den tust du auf den Seitenstreifen lenken und kontrollierst ihn dort. Ich meine, wir sind jetzt keine Steinzeit mehr, dass man in jedes Auto reingucken müssen und hier so ein Opa mit der Brille guckt und dann nach dem Ausweis fragt, sondern die gucken erstmal, sieht deutsch aus, 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 na, fahr durch. Was halt Aber technisch wenn, möglich ist, haben wir ja auch gerade in Israel gesehen, ne? ja, und wenn plötzlich ein Auto kommt, wo hier 10 Leute drin sind, die nicht deutsch aussehen, dann sagt man, okay, mal kurz gucken, wer hier ist. Das ist normal, das ist simpel, das ist einfach, das macht jeder Staat so. Da kann mir keiner erzählen, dass das ein Problem sein Ja, könnte. ja gut, Problem in der Hinsicht, wir haben ja momentan einen Fachkräftemangel. Ja, haben wir wirklich. Ja, natürlich Du, haben wir ich, den. natürlich. Nur die Fachkräfte, die sind nicht die, die draußen fehlen. Das sind die, die nicht mehr da sind, weil sie nicht mehr können. Das ist der Punkt. Ne? Du, ich hab's doch gemerkt. Weißt du, wie ewig ich damals gesucht habe wegen einem Steuerberater? Allein einen Steuerberater zu finden, der nicht einen Krankenstand hat von 80%. Das ist das eine. Ne? Du kannst in Sachsen, Thüringen, kannst egal, du musst du fast ins Ausland fahren, um einen Steuerberater zu finden. Wenn du ihn gefunden hast, sagt er dir immer dasselbe. Wir sind am Limit, wir machen es zwar, aber wir können nicht garantieren, wenn das Finanzamt antwortet, weil auch dort ist keiner mehr da. Die haben einen Krankenstand auf dem Finanzamt, der ist das kannst du dir gar nicht vorstellen. Der Steuerberater kann nicht mehr arbeiten. Was habe ich gelesen? Die eine Steuerberaterin hat mir erzählt, in Thüringen fangen jetzt dieses Jahr zwei neue an und 27 hören auf. Steuerberater. Und ich glaube jetzt nicht, dass jetzt der aus Kenia hier eingeflogen werden soll, morgen meine Steuererklärung machen kann. Weil das Steuerrecht und alles, was wir hier haben, dazu Es musst du erstmal die ist deutsche. so alles im Arsch, du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst und wo du endest mit Richtig. der Es Aufzählung. muss alles kaputt sein. Aber Ja. erst dann versteht der Deutsche, dass es hier ein Wiederaufbau in diesem Maße nicht geben wird, sondern er wird was Neues wollen. Das ist wichtig. Du kennst doch einen Deutschen. Wenn er denkt, das kann er noch verwerten, das kann man noch essen, das ist doch noch gut, dann schmeißt er es ja nicht weg. Du weißt, wir reden ja von Deutschen. Also du musst schon die deutsche Psychologie verstanden haben, um wirklich dem Deutschen helfen zu können. Und erst wenn der Deutsche an der Klippe steht, wirklich an der Klippe und das Ausmaß des Grauens sieht, Strack-Zimmermann. Also, so, wenn man das erkennt, was hier, und dann ist es einfach für einen Deutschen eine Entscheidung zu treffen, was er nicht will. Ich wollte nochmal zur Technik. Israel, Hamas, krass. Es war aber nicht die Hamas. Die Hamas wurde letzte Woche schon eliminiert. Man muss jetzt dazu sagen, der Israeli hat anders angefangen. Damals im Iran gab es eine Revolution von Briten und von der CIA. Operation Ajax ist keine Schwurbelei mehr, ist mittlerweile bewiesen. Daraufhin ging es hin und her. Man wollte erst den Schah installieren, der wurde dann aber gestürzt und ein revolutionäres sozialistisch-kommunistisches Revolutionsgarde-Konstrukt vom Ayatollah Khomeini kam Genau. an die Ja. Macht. Diese Revolutionsgarde hat im Laufe der letzten 50 Jahre Proxy-Armeen aufgebaut. Eine Proxy-Armee ist nicht die iranische normale Armee, sondern mit Geld aus dem Iran finanziert man Terrorgruppen in verschiedenen Ländern, die dann als verlängerter Arm des Iran gelten, wie die Houthi-Rebellen, die im Jemen gegen die Saudis kämpfen. Man hat aber auch noch Al-Shabaab, war es glaube ich noch. Dann die ISIS war Gegner vom Iran, die haben sich bekämpft, weil ISIS war eher sunnitisch.
Und der Iran ist eher schiitisch, aber Syrien, Irak, Hisbollah bis Hamas, das waren alles mit dem Politbüro, das waren alles sozialistisch-kommunistisch geprägte Gruppen, die revolutionär agierten. Die Hamas ist jetzt eliminiert worden. Komplett zu 100%. Die Hisbollah hat man gestern erlebt, also die Generäle hat schon die ganze Zeit, weil die ja immer ein Handy dabei hatten. Konnte der Israeli sie immer finden. Deswegen sind sie vor 5 Monaten umgestiegen auf solche kleinen Pager. Ein altes Pager-System, was außerhalb des Funknetzes operieren kann. Nicht ortungsebel. Ja. Und der Israeli, ich habe mich gestern Abend noch lange dazu belesen, weil ich finde, es ist die legendärste Geheimdienstoperation, die mir jemals auf diesem Planeten, da ist die Eichmann-Entführung ein Witz dagegen. Da ist Stuxnet ein Witz dagegen. Da ist ja wirklich jede andere Geheimdienstoperation wirklich ein Witz. Die haben die Lieferung aus Taiwan. Das war nicht Motorola. Am Ja. Anfang ging erst Motorola-Dinge rum, aber es war irgendwas aus Taiwan. Die haben die Ladung abgefangen aus dem Liefernetz und haben jeden einzelnen Akku mit einer Flüssigkeit von diesem sprengbaren Zeug umrundet. Das waren nur 20 Gramm pro in einer Flüssigkeit, die sich einfach drumherum wie eingelegt. Und haben diese Pager dann weitergehen lassen. Und ja, nur Terroristen hatten dieses Ding. Normale Menschen haben sowas hier. Ja, solche Dinger. Deswegen, niemand benutzt solche uralt Dinger, nur die. Und die hatten sie alle in der Hosentasche. Wir hatten gestern eine Form von Eiersalat. Man muss ja auf YouTube ein bisschen aufpassen, was man sagt. Es war eine Form von Eiersalat und ich habe eine Karte gesehen, quer übers ganze Land. Ich kann dir die Karte dann mal zuschicken. Die haben gestern einen Krieg gegen den Libanon verhindert. Anders kann man das nicht formulieren. Wenn du weißt, der Gegner hat eine Armee von 7.000, 8.000, die kriegsbereit sind, und du willst keinen Krieg mit dem Libanon, weil das Millionen und Abermillionen Leben kosten würde, gleichzeitig würde es Dinge zerstören, die du nie wieder herstellen kannst, die ganzen Kirchen und alles. Diese Aktion, jedem von dem diesen Pager zu geben und dann alle auf Knopfdruck Eiersalat, das ist brillant. Da komme ich nicht drüber weg. Ja, gut, Ich also ich muss sagen, das, was ich gesehen habe, war nicht sonderlich schön. Also den Menschen geht es nicht so toll. Es gab ja. auch einige Kollateralschäden von Kindern und das muss man mit berücksichtigen in der ganzen Geschichte. Aber man muss ganz klar sagen, es ist also sowas in der Art, ja, gab es tatsächlich noch nie. Und zeitgleich 1.000 von den Dingern da hochgehen lassen, ja, also und du weißt genau, dass der so ein Ding hat, eben in solchen Kreisen verwickelt ist oder zumindest involviert ist, da muss man wirklich wirklich von einem Geniestreich sprechen. Das kann man anders nicht sagen. Andererseits muss man sich aber auch gleich klar machen, an der Geschichte, ja, merkt man erstmal, was diese ganze digitalisierte Welt und was die ganzen technologischen Fortschritte für Gefahren bergen können. Ich denke da mal an E-Autos, da fällt mir ein Film ein mit der Julia Roberts. Kennst du den Leave the World Behind? Ich kenne vom Titel, habe aber bis jetzt Den noch solltest du dir mal keine. angucken, das ist richtig krass, ja, wo die Teslas alle selbstständig in diese Autobahnausfahrt reinfahren und dann die Autobahnausfahrt verstopfen. Da wird es dir komplett mal anders, ja, da sitzt keiner mehr drin. Ja, und das ist so Das ist aber bei dem dermaßen. letzten Fast in the Furious, nee, beim vorletzten Fast in the Furious Teil, da ist eine krasse Hackerin, die hackt dann alle Autos und lässt die alle automatisch fahren als Waffe Ja, und ja. lässt die mit deinem kollidieren. Es ist wirklich, wie hat die eine gestern geschrieben, die haben ja nachgeguckt, diese Lithium-Ionen-Akkus Ja. können als Zünder genutzt werden. Wenn ich mich nicht irre, hat die CIA damals schon mal versucht, irgendjemanden mit einem Telefon, das Telefon, was er immer neben seinem Kopf liegen hat, wenn er schlafen geht, am Schrank, dieses Telefon explodieren zu lassen. Also der Trick ist nicht neu. Ja. Aber in dieser Koordination, in diesem Maße, ist das wirklich schon ein Geniestreich. Und Ja. man muss ja wirklich den Israelis, ne? Also der Israeli sucht, also ich muss ihn in der Hinsicht loben, weil ich habe schon damals gesagt, in Gaza habe ich den Israeli noch nie so human Bomben gesehen. Und zu jedem Bombenziel, was er getroffen hat, hat er auch eine Dokumentation, weil jedes Mal war unterm Kindergarten, unterm Krankenhaus, unter der Schule, war eine Waffenproduktion. Und das kann er auch jedes Mal beweisen. Vor Gericht wird der Israeli jede Bombe begründen können und wird freigesprochen. Dass wir uns hier nicht falsch verstehen.
Ne? Es gibt klare Geheimdienstinformationen. Es gibt zu jeder Bombe hat der Israelis ein Foto gemacht, was dann drunter war. Der Israeli kann nichts dafür, dass die jetzt alle quasi direkt unter der Schule eine Raketenmanufaktur bauen. Ne? Aber das Ding muss ja weg. Der hat sie alle erst in den Süden gehen lassen, hat den Norden bearbeitet, dann hat er sie alle in den Norden gehen lassen, hat den Süden bearbeitet. Und es gab von Anfang an einen Plan für den Tag 1 nach der Hamas. Aufbauplan. So wie es auch in der Ukraine jetzt schon einen Plan 1 gibt für den Tag nach der Niederlage. Weil da ist ja dann montags trotzdem Schule. Ja, das ist wie Tag 1 nach Ende der BRD. Es gibt überall den Plan für danach. Und wenn man weiß, dass er jetzt die Hamas raus hat, dass er die Hisbollah raus hat, dass aber gleichzeitig auch die ISIS weg ist. ISIS und Hamas, Hisbollah, das Ganze, plus in der Revolutionsgarde die meisten Generäle. Der Israeli hat einen Kampfroboter, so ein mobiles Ding mit Rädern dran, hat er in Einzelteilen über die Grenze geschmuggelt, über mehrere Monate hinweg. Nur um dann mit diesem Terminator-Roboter-Ding mit Satellitensteuerung ein Attentat an einem General vom Iran durchzuführen. Die haben eine Bombe, also als der Iran, also der General dann auf der Beerdigung war, hat man seinen Sarg mit Sprengstoff ausgekleidet. Und es waren über 120 Generäle und hohe Offiziere plus enge Verwandte dieses Generals auf der Beerdigung, insgesamt 280 tot durch die Explosion des Sarges. Das kennt man aus Mafia-Filmen. Ja. Wo dann jemand aus dem Sarg rauskommt mit der AK-47. Aber dort unten laufen die Dinge anders. Da darf man nicht mit unserer deutschen Sicht, so wie man den Deutschen verstehen muss, dass er erst am Abgrund reagiert, so muss man sich auch in den Israeli hineinversetzen können und verstehen, dass wenn jeden Tag jemand mit Raketen öfter schießt, dann schießt du mal kurz zurück. Aber das Zurückschießen bringt eine Menge Leid, das geht so nicht weiter. Deswegen mussten sie Lösung finden. Dass die jetzt Eiersalat gemacht haben, ist der humanste Weg. Das anders zu klären, hätte Millionen Tote gebracht und hätte den ganzen Orient in Aufruhr, dann wären wir beim Dritten Weltkrieg. Dieser Eiersalat führt uns zum Weltfrieden, weil jetzt ist Ruhe. Der Iran hat keinen mehr. Die haben zwar heute schon wieder angekündigt, die werden sich rächen, aber wer denn? Und wie wollen sie es denn machen? Die Meldung kommt per Pager. Naja, vor allem die, die jetzt noch einen haben, das sind ja nicht alle hochgegangen, die werden sich genau überlegen, was sie mit dem Ding machen. Die ersten Pagers sind auf eBay. Für 600 irgendwas Euro. Ich gucke nochmal schnell. Ah, wir müssen noch nach Amerika rein. Bei den Themen. Ja, da haben wir ja noch was gehabt, das ging Schlag auf Schlag. Zweites Ja, Attentat auf Trump. yeah, und da muss ich, wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch von Wolfgang Eggert die Analyse an. Die ist der Hammer. Die ist wirklich brillant gemacht, weil nur an dem Tag, CNN, BBC, ABC, die waren ja nie bei einer Trump-Rallye. Aber an dem Tag waren sie alle da. Punkt 1. Punkt 2. Ein Priester, ein ukrainisch-orthodoxer Priester, gab Trump noch die Hand und sein Name war Sharon. Wie in der Mythologie derjenige, der den Toten mit dem Boot über den See bringt. Das hat schon richtig. Ritual. Charakter. Ja, und BlackRock ist jetzt zweimal aufgetaucht mit zwei Werbevideos. BlackRock hatte auf fallende Kurse gesetzt am Attentatstag beim ersten Mal. Die haben eine hohe Summe gesetzt und da frage ich mal, was der Herr April davon weiß. Ne? Deswegen will er bestimmt unbedingt an die Macht. Denn das war das erste Ding. Beim zweiten Ding war es ja wieder jemand mit Verbindung zur Ukraine. Und der Russe sagte gleich, es war Zelenskys Auftrag. Denn wenn der Falsche in Amerika gewinnt, ist der Krieg vorbei. Sie wissen, Deutschland kann nicht zahlen. Ich habe vom Jan nicht was gesehen, der hat eine Verbindung zu 9-11 tatsächlich da aufgedeckt. Auch das ist eine interessante Geschichte. Ich habe es noch nicht fertig geschaut, das muss ich noch angucken. Gibt es auch Merkwürdigkeiten? Es gibt dort sehr viele, also bei der Schuldfrage, es ist wirklich zu sagen, wer es nun war und wer mitgemacht hat. Im Endeffekt hätten alle mitgemacht, hätte es geklappt. Die hätten alle mitgeholfen beim Vertuschen. Das ist wichtig zu verstehen. Aber wer profitiert am meisten davon? BlackRock, Vanguard, die haben ja alle bestimmte Dinger in der Ukraine. Ich meine, gestern habe ich gegrillt. Da steht auf dem Edeka-Beutel drauf, das ist gutes Holz aus der Ukraine, was ich hier gerade verbrenne.
Und ich dachte mir, ach, deswegen schmeckt die Bratwurst so gut. Also, ja, ich habe mich die ganze Zeit gewundert, irgendwie war die Holzmischung dort anders und es schmeckt die Bratwurst irgendwie nochmal geiler. Bis ich gelesen habe, Holz aus der Ukraine. Aber das ist ja das Ding, es haben viele in der Ukraine was zu verlieren. Der, den sie jetzt gestern oder vorgestern, der hat Söldner angeworben für die Ukraine. Punkt eins. Aber auf dem Rückweg hat er immer laut Schwurbelei jemand mitgenommen. In die andere Richtung. Na, das ist nicht nur Söldner hin, sondern auch Schmuggelmenschen da. Und über die Ukraine, die Clinton Foundation, es führen ja alle Wege aktuell zu Obama und von Obama zu Soros. Das ist Das ist ja ja genau ein das. Syndikat. Das ist ja genau Und das. Also du, ich meine, ich verfolge ja bei dir jetzt auch schon eine Weile die Nachrichten. Du gehst ja auch da wirklich sehr, sehr akribisch an die Geschichten ran. Und da darf man schon mal sagen, also das kann man nicht mehr von der Hand weisen, was da zum Vorschein kommt. Ich sage es jetzt einfach mal so. Und es ist eigentlich schon auffällig, dass man, also welcher Präsidentschaftskandidat hat denn zwei Attentate vorzuweisen? Ja, also allein mal das. Also wer will denn den unbedingt weghaben und warum? Ja, Und das was will ist der da Punkt. verhindert werden? Und gerade war das Attentat vorbei, kam abends schon wieder die nächste Reportage, dass Trump wegen Januar 6. der Böse ist. Und da haben die meisten Amis gesagt, jetzt reicht's. Habt ihr nicht mal eine Sekunde Mitleid mit diesem? Also selbst die, die es bis dahin noch nicht verstanden haben, spätestens jetzt haben sie es verstanden. Und das ist gut. Amerika ist reif dafür. Jetzt fangen sie auch an, gegen RFK zu schießen. Er hätte den Wahlkopf transportiert. Ja, ein Wahlkopf. Da tun sie ermitteln. Das, weißt du, was das Schlimme ist beim Attentat? Wenn der Täter überlebt. Was müsste jetzt als nächstes passieren? Ob nur mit P. Diddy oder mit dem Attentäter? Nur Epstein doesn't Attentäter himself. muss verschwinden. Richtig. Und er muss sich selber an der Zelle mit seiner Krawatte Erhängen. in einem Augenblick, wo kurz die Kameras ausfallen, denn die fallen in diesem Augenblick immer aus, und dann hat plötzlich ein Wärter wieder ein größeres Auto. Ja. Das läuft dann ohne Bankdaten. Das Auto steht dann einfach vor deiner Tür. Oh, das ist, wir wissen, wie die Dinge laufen. Und wir sehen klipp und klar, dass die. Und das ist ja alles, das mit dem Eiersalat an dem 17. passiert und kurz davor mit Trump. Und das ist ja der nächste Punkt. Niemand wusste, dass Trump zu diesem Zeitpunkt dort ist. Also muss einer aus seiner Beschützergruppe direkte Koordinaten. Wir sind heute wahrscheinlich dort oder da. Ne? Also Ja, wenn du normalerweise. 12 Stunden im Gebüsch liegst, dann hast du einen Grund. Ja. Aber da frage ich mich auch, ob der Secret Service vorher nicht den Busch kontrolliert. Naja, Und. und warum liegt er da 12 Stunden? Wo hat er die Info her? Ist ja das Ja. nächste. Ne? Wo hat er vor 12 Stunden schon, das ist es ja gerade. Und jetzt versuchen sie ihn ja als geisteskrank zu beschreiben, aber alle Nachbarn sagen, nee, der war nicht geisteskrank, er war exzentrisch und manisch, aber nicht geisteskrank, er wusste ganz genau, was er tut. Und das, die Dinge verdichten sich. Die Amis fordern jetzt schon, dass Trump in einem sicheren Bunker in NORAD bis zum Wahltag bleiben soll. Weil Könntest du dann da könnte. recht haben mit deiner Prognose? Du, die können nicht anders. Zeit, du hast ja schon mal einen tollen zwischen den Zeiten und so. Zeit ist ein Faktor in diesem Spiel, den die meisten nicht verstanden haben. Immer wenn ich Tick-Tack schreibe, meine ich damit, dass Zeit unwiderruflich, unaufhörlich, kontinuierlich abläuft. Und Tag 48, morgen ist Tag 47. Die Sorgen von heute sind morgen noch größer. Und übermorgen sind sie noch größer, weil es Tag 46. Wenn du leergeschossen bist, da gibt es so einen tollen Satz: Gute Freunde und Munition fehlen immer dann, wenn man sie braucht. Und so geht's dem Deep State. Keiner will mehr mitmachen und keiner hat noch was zum Ballern. Ja, es sieht irgendwie so aus, als wäre eine bestimmte Kraft, eine Art Titanic, die momentan A, den Eisberg schon gerammt hat und B, wirklich noch verzweifelt versucht, das Ding am Laufen zu halten. Also so kommt es mir auch vor. Weißt, wenn du das weltweit betrachtest, wir kennen jetzt nur im Großen und Ganzen Deutschland, aber aus Amerika die Nachrichten, die schwappen ja bei uns auch rein und das wird ja durch unsere Medien genauso kolportiert und da siehst du es eigentlich genauso. Es ist nur rot-blau da drüben und was hier eben ja
in einer anderen Farbqualität daherkommt. Aber letztendlich hast du hier genau dasselbe Ding. Du hast Rot-Blau, ja, also Blau momentan und dieses rote SED 1, 3.0, musst du schon sagen. Einheitsgedöns ist auch rot. Also ergo hast du hier eigentlich im Prinzip dasselbe Spiel, nur ist es bei uns ein bisschen facettenreicher aufgebaut. Ja? Ich finde es einfach nur bemerkenswert, mit welcher Vehemenz man diesen gesamten Schwachsinn als eine Wahrheit darstellen möchte, ja, und jede Art von Kritik unterbinden will, um einen Machtanspruch in irgendeiner Form definieren zu können, den es aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr gibt. Also wer von einem normal denkenden Menschen nimmt denn die Figuren da oben noch ernst? Ja, nicht bloß das. Ich habe vor Jahren schon gesagt, entweder sie lassen uns machen und wir gewinnen, oder sie zeigen die Fratze der Diktatur. Dann erschrecken alle anderen und wir gewinnen trotzdem. Denn je mehr sie die Zügel anziehen, umso schlimmer machen sie es doch. Sie sind unter Druck, sie agieren aus Angst. Das ist wie eine Frau im Kaufrausch. Du machst dumme Entscheidungen. Und die Hälfte der Klamotten bringst du zurück. Geht nur in der Weltpolitik nicht. Wenn du, und die Baerbock und Habeck haben ja gerade Sprachverbot, einfach nur damit sie nichts Dummes sagen können. Was? Das ist ja, den Scholz zwingt man schon, komm ja nie vorbei beim Wahlkampf. Das bringt nur Unglück. Ja, Und ich hab's den Merz gesehen. würden sie am liebsten auch sofort abschießen. Also wir sehen überall, es brodelt überall gleich. Und das kommt irgendwann raus. Und zwar punktgenau, wenn die Patrioten es wollen. Deswegen, weil du vorhin sagtest, vorhin ist RKI gerade so ruhig. Das Ziel der Grenzöffnung ist erreicht. Jetzt nach Brandenburg wird die Ampel explodieren und dann beginnt der Wahlkampf für Dezember. Dann werden die Brocken kommen, damit sie dort wahlentscheidend sind. Es wäre bescheuert, jetzt das Ding schon zu verschwenden. Da kannst du Ja. in die Luft schießen. Ne? Also Ja, kann man so sehen. Also, wie gesagt, es ist einfach momentan einfach ja, wie sagt man, die kontrollierte Ordnung des Chaos in einer Form, dass du das Chaos zeigst, um daraus eine Ordnung zu generieren, die du noch nicht siehst. ja, das ist wie beim Film Avengers, wo ja der Ant-Man sagt, vielleicht könnten wir ja im Chaos irgendwie navigieren. Und dann kommt Iron Man und baut ja den Navigator für die Quantenebene, um durchs Chaos zu navigieren. Weil das ist kontrolliertes Demolition Man Syndrom. Also, das ist ein kontrolliertes, langsames und wirklich, es wird ja wirklich alles. Die vergessen ja auch nichts. Und da jetzt auch jeder schon mal Nazi genannt wurde, ist auch jeder genervt. Das kommt dann noch dazu. Ich fände es gut, wenn die Regierung, nachdem Brandenburg so ausgegangen ist, wie wir erahnen, einfach nicht zurücktritt und einfach so weitermacht. Weil dann aktivieren sie 82 Ja, Millionen. wie ist es? Wer Woidke will, wählt. Das ist aber Der ähnliche Spruch war geil. Endlich mal eine Klapse, die man wählen kann. so eine Masche, dass man alles mit demselben Buchstaben beginnen lässt. Der hat ja gesagt, wenn er nicht der Wahlsieger wird, dann tritt er zurück. Und das wird. Wobei der Woidke immer noch, also auch wenn er bei den Sozis ist, er hat sinnvoll intelligente Sätze gesagt. So ist es nicht. Und er hat auch immer wieder versucht zu bremsen, weil er ja in Brandenburg einer der Hauptleitenden wäre, wenn die Russlandwirtschaft zusammenbricht. Also er ist noch realitätsnaher als viele andere bei der SPD. Das registriere ich ja. Aber er ist Parteibuch gebunden. Dirty Harry, wie heißt er? Harald Schmidt hat heute wieder eine Erklärung rausgehauen, eine Anleitung für Brandenburg. Wählen Sie das, kriegen Sie grün. 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 Wählen Sie die Grünen, kriegen Sie auch grün. Nur wenn Sie die AfD wählen, kriegen Sie was anderes. Da gibt selbst Dirty Harry mittlerweile stündliche Prognosen ab und spielt das Spiel mit, weil ihm geht's auch auf den Sack. Und selbst der Waldemar Hartmann, der früher mal Fußball moderiert hat, ist ja ein Stammmoderator geworden bei News. Weil das ist noch einer, der ist direkt bürgerlich. Ja, Waldemar Hartmann, den nimmst du auch das so ist der wahr. Also Weißbier Waldi war schon immer. Weißbierwaldi, das ist der Inbegriff von Bürgerlichkeit. Und Ja. den mögen die auch in Bayern und überall. Es ist wichtig, dass die Leute jetzt mit Leuten angesprochen werden, dass die Leute, die wirklich noch Eier haben und gut Ja. bürgerlich Also sind. da kannst du auch wirklich momentan wirklich an einer Hand abzählen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil dann
vermischen sich diese Informationen nicht so sehr. Du hast da momentan keinen mehr, dem du irgendwie noch folgen willst, weil der schießt so rum, der so rum, der so rum. Und da gibt es so ein paar, da weißt du ganz genau, es geht in die richtige Richtung oder da kommt ein Satz, und dann kannst du das in irgendeiner Form auch für dich einzelner selektieren. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und das ist ja auch das, was viele nicht verstehen. Auch ein Böser kann ab und zu mal was Gutes sagen. Ich tue mir von, was ich lernen kann, lerne ich, und was ich ablehne, ich muss ja nie alles an einer Person mögen. Das ist dieses dumme Denken, was manche viele öfters mal haben. Ne? Aber unterm Strich bewegen wir uns überall auf dasselbe Endziel zu. Und alle kaufen gerade Gold wie bescheuert. Der Goldpreis, es geht nur noch hoch, 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 hoch. Und das, obwohl die ganzen Oligarchen sterben, das Gold einfach auf den Markt kommen müsste. Aber wenn du siehst, wie der Türke Gold kauft, wie der Saudi heimlich, nur damit der Preis billig bleibt, ne, damit es keiner herausfindet, wie wir Deutschen unser ganzes Gold zurückholen, wie der Ami wieder auf Gold setzt. Das sind alles Punkte, die darauf hinauslaufen, dass dieses dollargestützte Weltsystem irgendwann an einen Punkt kommt, wo es sowieso kollabiert. Wenn Ich kein denke Krieg auch. ist und keine neue Pandemie, wenn hier nicht alles brennt und nicht täglich neue Kredite geschaffen werden, kollabiert das System, das frisst sich selbst. Das ist Systemkannibalismus. Ne? Das sieht so aus. Ja, das ist schon kein Kannibalismus mehr. Das ist, wie soll man sagen, eine Zersetzung. Also so, so kannst du sagen. Ja, also irgendwo. Ne? Und waren wir gerade beim Thema sind in Amerika, dieser Rapper. Dieser CIA-nahe Rapper, der damals den Auftrag gab, diesen Tupac, räum den weg. Der ja auch dafür, dass diese Rihanna, die andere Musikerin, mit ihrem Flugzeug abgestürzt ist. Der immer von der Murder Inc. Und du hast ja meinen Vortrag gehört bei der letzten Volition über die Ja. Mafia. The Murder Inc. So nennt er ja dann auch sein Label. Und wie dann später rauskam, es ist ein CIA-Label. Die CIA hat die ganzen Drogengelder genutzt und hat Platten. Industrie und Filmindustrie aufgemacht. Und dann wurde das Geld gewaschen. Deswegen Death Row Records und alles drum und dran, das hängt ja alles mit P. Diddy zusammen. Und er hat ja auch mit so viel, er hat sie ja alle eingeladen zu sich, zu den Partys, mit den vielen Mädels und allem drum und dran. Er war der Insel Epstein innerhalb der schwarzen Szene, könnte man sagen. Er war einer der mächtigsten. Und wenn du dir anguckst, dass selbst der jetzt gefallen ist und wie viele Leute automatisch zurückgetreten sind, nachdem er verhaftet wurde, da sind ja fast 80 Leute sofort zurückgetreten. Das ist der Hammer. Und das erleben wir überall, dass es diesen Prozess der Reinigung gibt. Wasser Ja, hat ja und auch genau was Reinigendes. das ist das, was du siehst. Das siehst du jetzt speziell Amerika. Also da, wenn man da hinguckt, sieht man ja genau diesen einsetzenden Reinigungsprozess. Der geht ja schon ein paar Jahre. Aber genau das ist das, was hier noch nicht stattfindet. Das ist das, was hier noch fehlt. Ja, also so in der Form, dass du sagen kannst, wow, da wird jetzt mal richtig ein Exempel statuiert oder irgendwas. Ich habe ja auch schon gesagt, bei uns ist ja so die Maßgabe, dass man einfach sagt, naja, da rollt ein Kopf, ja, irgendwie, einer muss büßen für alles und dann Schwamm drüber und Geschichte gegessen. Und genau das ist das, was in Amerika nicht mehr geht. Ja, das sind genau diese Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, einer nach dem anderen. Und hier ist das noch nicht der Fall. Das sehe ich hier noch nicht. Geduld, Ja, ich sage ja weil Geduld. Deutschland 50 Mal kleiner ist als Amerika. Du, wenn Deutschland innerhalb von einer Woche von Corona auf Ukraine umspringen kann und Deutschland nur 14 Tage jeden Tag Messer, 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 Messer braucht, damit das gesamte deutsche Volk spontan Grenzkontrollen und Abschiebungen will, dann sehe ich das, was du brauchst, das machen die in 3 Tagen. Wenn sie es ruhig machen. Höchstens 17 Tage am Stück. Bum, 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 bum. Und schon will es der Deutsche auch. Das sehe ich weniger als das Problem. Die Medien Ja, sind erobert. mir ist einfach nur der Zeitfaktor momentan, aber es könnte wirklich sein, dass du recht hast mit der Wahl und dass man da jetzt einfach abguckt, Der weil man. Deutsche soll erst punktgenau aufwachen, wenn die Ja, es Zeit reif ist, wenn die Sterne geht gut mir so ähnlich stehen. langsam. Ja? Also andererseits, weißt du, seit 5, 6 Jahren gucken wir uns das alles an irgendwo. Es ist schon zermürbend, oder? Wenn man drauf wartet. Jetzt hängst du? Bist noch da? Aktiv mitspielt nicht, dann ist es unglaublicher Spaß. Gut, Eier. Ja, ich habe hier. Hat er mir angezeigt. Nee, nee, also der Deutsche wird dann, wenn es die Zeit vorsieht, punktgenau erwachen. Amerika.
Bin ich wieder da? Jetzt bist du wieder da, ja, kurz Ich hatte die unterbrochen. letzten Tage ein bisschen Serverprobleme, aber ich lasse einfach mal die Kamera aus, ist auch nicht das Problem. Ja, wir sind eh schon durch. Wir haben über eine Stunde. Ja, also ich wollte bloß noch sagen, der Deutsche wird zur passenden Zeit synchron, wenn alle anderen. Weil es reicht ja nicht, wenn der Deutsche ja 3 Wochen eher aufwacht und auf die Straße geht. Es soll ja ein gesamtglobales Erlebnis werden, wo alle mitmachen können, wo sich dann alle gegen das Böse. Zur passenden Zeit wird der Deutsche erwachen. Und Gehe ich. auch davon aus, dass wir da dieses Jahr noch den einen oder anderen Hallo-Hallo-Wach-Effekt haben werden. Stück Jo, für Stück. Feigo, es war wieder eine tolle Runde, muss ich sagen. Ich danke dir. Ja, und nächste Woche weiß ich nicht, ob es klappt, bin auf Sylt. Wir müssten schauen, ob wir es dann vielleicht mal abends machen. Da, ich habe tagsüber Seminar, Ja, aber wenn wir wir die gucken. Reihe fortsetzen wollen, dann ich denke mal, ja, Das kriegen wir schon hin. es wird so viel Stoff da sein, dass wir wieder loslegen können. Kriegen wir schon hin. Naja, ich sehe uns schon alle 2 Tage auf Sendung. Ja, wir könnten das wirklich täglich machen, Nee, mittlerweile. das wäre dann Arbeit. Ja. Könnten. Rein hypothetisch. Falko, ich danke dir. Habt noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne und macht's gut. Schalomski.